erste Turnerin ist Pipa Kasakova aus Bulgarien. 16 Jahre ist sie, auch eine kleine Person. Sie hat eine Vornote von 9,725. Das ist die fünftbeste Wertung. Mit der Mannschaft Vierte. Und da steigt sie ab beim Spreizsalto. Wir haben sie nicht gesehen im 36er Finale, denn da waren drei Bulgarinnen vor ihr platziert. Gymnastik, Akrobatik wird an diesem Gerät verlangt. Abgang, Doppelsalto, da hat sie Probleme. Pipa Kasakova. Sie stammt aus Pernik und startet für den BS Varna. Nun, sie hat jetzt praktisch 3 Tage überhaupt nicht geturnt, nur ein bisschen trainiert. Die anderen waren ja ständig im Wettkampf. Möglicherweise ein Nachteil für sie. Und sie hatte eh keine Chancen auf eine Medaille. Da kam sie mit der Drehung nicht zu Ende. Da hat sie nicht schnell genug beschleunigt. Da hätte sie sich möglicherweise noch kleiner machen müssen, um hier in den Stand zu kommen. Peter ist nur 1,40 Meter groß, auch ein Leichtgewicht. Übrigens, wenn Sie darauf warten, dass irgendwann einmal eine bundesdeutsche Teilnehmerin hier im Finale auftritt, dann muss ich Sie enttäuschen. Es hat sich keine qualifizieren können. Übrigens, Anja Wilhelm, das wissen die Experten, belegte den 23. Rang im 36er Finale mit einer Leistung, mit der man zufrieden sein kann. Und 8,9 Punkte für Pipa Kasakova.